Willkommen zurück. Ich hatte gerade hier in Tales of Xillia 2 ein bisschen Zeit und bin offscreen hierher gegangen. Hab in diesem ganzen Gedöns die Katze wieder mal nicht gefunden. Und Halle Typ, der ausgefragt werden soll. Natürlich kommen wir gerade rechtzeitig so wieder an. Immer diese Laserstrahlen. Friert ein. Meine Güte. Die geben Erfahrung bitte doppelt Galt. Yes! 4000 Galt einfach mal so. Ist nicht gerade wenig. Die Erfahrungspunkte auch nicht. Vieles wurde unterwegs gelernt. Und irgendwas haben wir noch einen Titel bekommen. Weiß gerade nicht mehr welchen. Boah, ihr habt mir das Leben gerettet. Vielen Dank. Zeit nach Canberra zurückzukehren. Ja, nach Canberra zurückkehren. Das heißt, wir dürfen jetzt nach Canberra gehen, weil... Ja, weil wir dich nicht hier interviewen dürfen, oder was? Meine Güte. Das ist aber scheiße. Und außerdem stand da nicht Kampfverbündeter. Dafür sind es aber etwas viele Fledermäuse. Na, was soll's. Ich will jetzt noch mal in diese Höhle da gucken, obwohl da eine Truhe ist und so. Doch nur die Katzen, ah, egal. So, Canberra. Immerhin hast du uns gesagt, wo du hingehst. Einfach geradeaus mit dem Kopf durch die Wand. Immer dieses X drücken müssen, dass man das nicht im Rennen machen kann. Nochmals danke dafür, dass ihr mich gerettet habt. Wir sind froh, dass es euch gut geht. Ich bin Leia Rolando, die Reporterin, die mit euch sprechen wollte. Ach, das seid ihr. Es ist ganz schön mutig für eine Reporterin aus Rizomax sehr fern in Olympias zu arbeiten. Unser Kontakt hier hat als Soldat am Kampf gegen Exodus und an der olympionischen Invasion teilgenommen. Ihr zwei seid also aus Olympios? Vielleicht. Hinzu kommt, dass ich manchmal für Exodus gearbeitet habe. Was? Also gut, hören wir auf, um den heißen Brei herumzureden. Ich möchte euch eine einfache Frage stellen. Hegt ihr irgendwelche Rachegefühle gegenüber Olympionen? Ich müsste wohl lügen, wenn ich das abstreiten würde. Viele meiner Kameraden sind wegen des Underworld-Reaktorplans umgekommen. Auch meine Familie hat darunter gelitten. Ich verstehe. Aber wahrscheinlich sagen die Olympionen das gleiche über uns. Ich sollte es am besten wissen. Ich habe viele ihrer Soldaten eigenhändig getötet. Und glaubt ihr, dass die beiden Welten ihre Differenzen jemals überwinden werden? Nicht so bald, so viel ist sicher. Aber eines Tages könnte es dazu kommen. Man sagt, was uns zu Menschen macht, ist unsere Fähigkeit, rational zu denken und nicht nur reaktionär. Ja, da höre ich doch ein klitzekleines Stück Optimismus heraus, nicht wahr? Aber ich muss euch da in gewisser Weise zustimmen. Ich selbst bin auch ein ehemaliger Söldner. Genauso geht es mir auch. Als Soldat bin ich derjenige, der auf dem Schlachtfeld tötet. Ich muss daran glauben, dass irgendwann Frieden herrschen wird. Mir bereitet das Töten keine Freude, anderen jedoch schon.
Und sie tun es. Nicht aus Notwehr, um jemanden zu beschützen. Sondern weil sie es wollen. Das sind keine Menschen. Sie sind die niedrigste Lebensform, die es gibt. Ich will niemals so werden wie sie. Niemals. Oder so sein. Kommt auf selbe hinaus. Vielen Dank, ihr habt mir viel gutes Material für meine Reportage geliefert. Aber auch viel Stoff, um nachdenken. Zum Nachdenken. Ich werde eure Worte nie vergessen. Oha, das entwickelt sich ja. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt sind wir am Erkunden, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Weil wir keine hübschen Bänder machen können, müssen wir jetzt erkunden. Hier hatten wir ja auch im Shop nachgeguckt. Wo kriege ich jetzt hübsche Bänder her? Das ist eine gute Frage, die ich gerne beantworten haben wollen würde. So. Kein besonderes Item, aber gut. Ach ja, wir haben ja viele Fähigkeiten oder Fertigkeiten für Luga eigentlich jetzt so bekommen. Ach, die Regen 4 wurde gelernt. Wasserschutz, bla 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 bla. Leben erhöhen. 2%ige Chance, dass das KP-Maximum am Ende des Kampfes um 2% steigt. Das heißt, jede 50 Kämpfe. Und bei Geist halt um 1%. Ja gut, KP-Absorption. Was haben wir? Das vergesse ich immer wieder. Ja. Sprungabbruch. Doch. Habe ich drinne. Warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Springen ist doch durch oben. Jetzt bräuchte ich noch etwas, was 2 hat. Scheiß auf Abwehr Plus. Geist stärken. So, hier haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir wieder reintun können. Ist nur die Frage, was tun wir rein? KP gewinnen, TP gewinnen, KP-Schub. TP-Schub. Tippischub 2. Oh mein Gott. Ja. Ich würde sagen, die Charaktere bekommen die Schutz, wenn ich mit denen verbunden bin. Bekommt man die Resistenzen. Der Rest ist irgendwie... Naja. Typomeister 3, deine Spottenanimation wird schneller und treibt außerdem nahe Gegner zurück. Das ist mir egal. Ja, Typomeister. Überleben? Ganz gleich wie kraftvoller Angriff. Aha, immer ein KP. Du hast wirklich die meisten Probleme mit den FP. Eieiei. Was machen wir nur mit dir? Geist 3. Komm schon, irgendwo werde ich doch eins wieder herbekommen. Scheiß auf Rückendeckung. Dabei hat sie 263. Mein Gott. Sie hat einfach viel zu viel. Du hast auch nichts mehr. Ja, das kann man ja auch mal wieder nachgucken. Hallo, Elvin. Spezial. Nehmen wir einfach mal rein, können wir ja gerade so.
Und außerdem sollte man das auch reintun. Geist 2. Du hast erst Geist 2? Weiß nicht, Wasserschutz. Erstmal gucken, was es sonst noch so gibt. Komplettschutz. Wer braucht schon Abwehr und Schutz? Besonders Rowan. Fügt 50% Resistenz gegen Feuer, Wasser, Erde, Wind, Licht und Dunkelheit hinzu, während eine Art nach einer Art Abstimmung gewirkt wird. Dirigent 4. Kostet nur 4? Und jedes Taumelrisiko eine Sekunde nach dem Wirken eines Arts. Why not? Haben wir bei dir eigentlich Spezial drinne? Also ich habe es nämlich gerade nicht gesehen. Spezial? Ja, haben wir. Alles klar. Ach Moment, das hatten wir auch gesehen. Sein verbundenes Art. Dann noch Wasserschutz. Ach, Gaius. Geist 2, Geschicklichkeit 2, Vitalität 2. Geistanteil plus. Rächer. Das Zeitfenster von Vergeltung wird um 4 Sekunden verlängert. Vergeltung? Ja, Spezial ist drin. Tun wir einfach Rächer nochmal rein. Luftrache. Statusabwehr. Magische Krankheiten dauern nur noch halb so lange. Verwirrungsschlag. Normale Angriffe verlängern die Erholungszeit der Gegner. Die Erholungszeit wird um 20% verringert, wenn du Schaden nimmst. Das nehme ich doch eher als den Verwirrungsschlag rein. Und der Rest ist erstmal egal. Fuck it. Yuzel, ich war lange nicht bei dir drin oder du hast einfach nur zu viel gelernt? So, da fangen wir mal wieder von unten an. Zurückerlangter Geist. Why not? Uiuiui. Luftkraft. Verursache beim Angriff eines Feindes in der Luft 10% mehr, das ist egal. Du hast doch nicht mal speziell. Ach, du Heilige. Das finde ich uncool. Ich will speziell von dir. Luftschwimmer. Schwimmer. Doch, Spezial ist doch drin. Meine Güte. Luftschwimmer hört sich interessant an. Na, Heilungsanteil plus. Gut, da sind wir auch mal wieder ausgerüstet. Viel zu lange gedauert. Hallo Katze. So, wohin gehen wir jetzt? Jetzt müssten wir eigentlich erkunden. Ich meine, wir haben jetzt etwas zum Abgeben, aber okay. Vielleicht muss ich dahin, damit ich dahin kann, wo ich will. Auch sehr schön. Kann ich jetzt hier durch? Ich hoffe doch. Weil ansonsten ist es doof. Bitte. Ah,
Alter, wann kann ich denn jetzt hier durch? Ich hab Quest, ihr Spackos. Und Sidequest-Dinger. Das ist uncool. Dezent uncool. Erwisch dich noch. Wie auch immer das ein Hinterhalt war, ich erwisch dich noch. Scheiß auf verbundene Art und so. Weil eventuell Elise oder ja, Ellie halt jetzt ihr. Komm schon. Ja. OP Ellie. I love it. Ja. Das dauert noch so lange mit den Schulden abbezahlen. Was? Wie lange geht das Spiel noch? This is the Department of Dimensional Affairs. We need you to return to Spirius as soon as possible. Again? You can't just order Luger around like that. Agreed. We have located the final waymarker. Do hurry. The final waymarker? Come on, Luger, you gotta get moving. Zukünftiger Großmeister. Tja, ja, ja, hier kommt man nirgendwo weiter. Schon sind wir woanders. Das heißt, ich kann das nicht machen. Das ist sehr, sehr toll. Oh, das regt mich gerade auf. Gut, da die Planänderung. Nur was Geheimnis? Ja. Vera here. Do you have a free moment? I was hoping to discuss a matter of a personal nature. A private call? Well, well. When did you two get so close? We'll step away so you can speak in peace. Please don't. I would like all of you to hear this. I understand that Nova has revealed highly personal information about me. In retaliation, I would like to divulge some of Nova's private secrets. Uh-oh. She found out. Revenge doesn't get served much colder than this. I don't know that it would be appropriate for us to hear a young lady's secrets. Tut das nicht, Vera. Eine solche Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, was Auswirkung für was wäre. Vielleicht ist das so, dass links die Freundschaft zu Leia und Rowan steigert und die andere Seite rechts für Elvin und Musei. Oder nur Elvin. Not a moment's hesitation, eh, Luger? This is so exciting. Let's hear it. Warum nur von Elvin? When she was a college student, Nova fell in love with the older brother of one of her classmates. In a fleeting moment of courage, she bought him a present and went to his apartment to confess her love for him. However, the target of her affection was not home. Flustered, Nova gave the gift to his younger brother, who had answered the door, and fled without saying a word. Wait, what? Wahrscheinlich Julius und er hat das Geschenk bekommen.
younger brother, for whom Nova had no feelings whatsoever, was left with a mistaken conviction that she had confessed her love to him. Aber Luga. Because when it matters most, Nova's heart is every bit as cowardly as her mouth is bold. Was she talking about who I think she was talking about? Yeah. Wow, two birds with one phone call. This must be what they call karma. Ah, Maluga. Gut, dann machen wir einfach im nächsten Part mit Juts Geschichte weiter. Da wir das ja nicht machen können. Jetzt habe ich die Katze wieder falsch losgeschickt, ne? Früchte-Yakisoba könnte man noch besorgen. Aber gut. Und kloppen könnte ich auch noch irgendwann. Ach, was soll's. Gut, im nächsten Part. Jutes Side Story. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.